Hallo und schön, dass ihr heute wieder dabei seid bei Let's Play World of Tanks und heute mit einem Panzer, den ich eigentlich so gern zeige, weil es einfach so gefühlt so eine fahrende, schnelle Arti ist. Und zwar der T49. Das Ding ist halt einfach wirklich was ganz Besonderes hier auf der Karte Winterberg. Er ist selbstverständlich, muss man ja schon fast sagen, Low Tier. Aber ich hoffe, dass wir hier so eine Action sehen, die ich mir erwarte von dem mit seiner HE-Kanone. Man darf eben nicht vergessen, seine Kanone macht 910 Schaden, klar, bei 76 Durchschlag oder 700 bei 152 und Premium. Also mit dem Panzer kann man schon wirklich viel Spaß haben. Man muss nur die weichen Gegner treffen. Also ich sage jetzt mal so, was wäre jetzt so im Gegnerteam so eine Maus? Maus ist jetzt kein toller Gegner für den hier. Aber was wäre ein cooler Gegner? So ein Ruh zum Beispiel. Ruh, AMX, Bulldog oder so ein CDC. Das sind so Gegner, da steht man richtig drauf mit dem T49. Ich selber habe ihn auch. Er trollt einen selber auch ab und an ungemein. Aber man hat einfach auch so Momente da, wo es so viel Spaß macht. Jetzt schauen wir mal, was hier so passiert. Ob er hier einmal einen geben kann. Jetzt hat er hier den Ruh im Auto-End drin, aber auf den kommt er jetzt nicht drauf. Da hinten der Prototyp auch nicht so wirklich. Ja, der war optimistisch, würde ich einfach nur mal so sagen. Weder abgeprallt, getroffen noch irgendwas. Da hinten, da fährt jetzt der Bulldog rum. Natürlich kann man mit so einem leichten Panzer auch super auf Jagd gehen. Aber der ist schon recht schnell weg. Der hat hier in der Stadt, aber da links ein CDU und ein das wäre einfach das beste Ziel. 2 zu 4. Bisher kommt er jetzt noch nicht so wirklich zum Wirken. Ja! Also, den Kill hätte er auch bekommen, wenn da das nicht so gewesen wäre, dass der andere da wegsnackt. Aber angezündet, getroffen. Mit einem Hit 1124 Damage, das ist halt einfach so das, was ihn halt ausmacht. Und ich habe gesagt, ein Ruh wäre ein geiler Gegner. Ich wurde bestätigt. Lorry, auch gut. Ja, auch schön. Oh, Leo PTA aus der Stadt. Da muss er ein bisschen sich jetzt zurückziehen. Bei so einem PTA unterschätzt man ganz gern. Oh, 13... 75. Ja. Da hat es dann doch zu lange gedauert. Er schiebt ihn sogar noch etwas weiter und hat ihn umgeschubst. Schönes Bild. Ich weiß noch nicht, wohin er jetzt mit dem will. Vielleicht räumt er ihn auf. Das wäre ja nett, wenn er ihn aufräumen würde. So, da steht er gut. Perfekt, stört mich hier nicht weiter. Und weiter geht's. Achtet auch auf die Sauberkeit hier auf dem Schlachtfeld. Das ist aber ein richtiger Saubermann, du. Da ist der PTA. Da ist der PTA. Nee. Da hat der CDC kurz geguckt, hat einen schnellen Hit gemacht und ist wieder direkt weg. Muss man ihm lassen. Haben sie gut gemacht und das ist halt der Nachteil am T49, diese ungemein lange Einzielzeit, die wirklich, wirklich, wirklich lange ist. Aber wenn man eingezielt hat, dann gibt es schöne Trefferchen. Jetzt hat er natürlich kaum HP mehr, also mit dem nächsten Treffer ist er dann auch schon weg. Da muss er jetzt wirklich ein bisschen aufpassen. Da macht er jetzt gerade auch nichts auf, leider. Der STB da in der Mitte, da hinten noch die andere Arti. Der CDC ist halt fraglich, ob der da immer noch in seinem Haus da drin steht, in dem Schutthaufen. Thank you.
So, Maus ploppt auf, Arti ist weg. So, jetzt muss der M103 da mal rumkommen, weil der spottet den vielleicht. Da ist der CDC, der, wo er ihn zuletzt auch erwartet hat. Aber dadurch, dass der jetzt bestimmt nicht auf ihn hier schaut, sondern auf den M103, kann er einen schnellen Treffer mal landen. Der hat sich da aber... Ich weiß also gar nicht, wie man da überhaupt hinkommt, zum einen. Aber zum anderen, sieht man, hat sich jetzt nicht als Vorteil für ihn erwiesen. Ja, so ein CDC hat halt einfach Papppanzerung. Da ist es natürlich ideal. Aber wenn man mal sieht, aktuell hat er eigentlich 5 Treffer gemacht und hat damit 3000 Damage in einem 10er-Gefecht. Ist halt einfach schon Hammer. So, da ist es der PTA. Ich weiß nicht, ob er da aufgemacht worden ist. Sieht so aus, als ob nicht. Der PTA schaut auf jeden Fall jetzt gerade nicht auf ihn. Wow, ja. Und da konnte er ihn direkt rausnehmen. Und der pflegt auch eine ordentliche, sympathische Sprache. Der PTA bedankt sich für die tolle Runde. Ist, glaube ich, eine Fremdsprache. Aber hat auf jeden Fall so gemacht. So, das Mäuschen. Will er nicht, oder was? Wollte er nicht. Der will den vollen Jagdtiger. Und da kriegt er den ersten rein. Und jetzt muss er versuchen, seitlich an ihm vorbeizukommen. Ja, das klappt. Ideal. Jetzt steht er hinter ihm. Jetzt kann der Jagdtiger eigentlich nichts mehr machen. Kann sich höchstens auf die Leute, die noch vor ihm sind, konzentrieren. Aber hier auf ihn... Da kann er jetzt perfekt wirken. So, der TVP, der war da noch ein bisschen zu ungesittet. Und jetzt vielleicht beim nächsten kann er ihn auch rausnehmen. Ja, und das ist jetzt auch passiert. Report 49, also man sieht, als T49 hat er hier alles richtig gemacht, den Flame bekommen und auch noch den Report-Aufruf. Also schöne Runde, über 5000 Schaden und ich glaube, man hat gesehen, warum der einfach so spaßig ist und sein kann. Und ja, jeden kann ich dir nur empfehlen, auch mal auszupacken. Er trollt einen oder den Gegner, irgendjemand trollt er. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.